Willkommen zurück zu Part Nummer 2 von Far Cry 4 Fresh. Erreiche den Glockenturm. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Du musst dich nicht verstecken. Mag doch ja nicht. Je länger du dich versteckst, desto sau... Oh. Ja, du Sau. Verdammt, ich glaub, der ist tot. Da hast du recht. Ach man, ey. So eine Scheiße. Du da! Tu das nicht, Mann! Ich hab's eilig. Und zwar richtig eilig. Ja, das wisst ihr gerade schon.
auch schön hat. Ah, okay. Gehen wir mal da lang. Wie viele haben wir denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Nein, nicht Flash auf mich. No, was macht denn der? Ah, die Scheiße lese ich jetzt hier nicht, ey. Eine Granate, geil. Okay. Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer.
Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabben-Rangoon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es würde dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, deine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Alter, sieht das geil aus. Erreichen den Glockenturm. Ja, hier oben. Es ist mir eine Ehre, Sohn des Mohan. Es überrascht mich, dass du es ganz alleine hierher geschafft hast. Sabal wartet in der Nähe des Turms auf dich. Alles klar. Rennen wir mal gespritzig hoch, ey. Boah, sieht das geil aus, Alter. Fresh. Total geil aus, ey. AJ, du hast es geschafft. Sehr gut, Sohn des Mohan. Warum hilft ihr mir eigentlich? Du bist der Sohn von Mohan Gay. Vielleicht weißt du es nicht, aber der Name hat großes Gewicht in mir. Vor allem für den goldenen Pfad. Ob diese Soldaten noch nach mir suchen? Pagan Min wird alles dran setzen, dich zu kriegen. Verdammt. Ein paar von Pagans Männern haben uns aufgespürt. Sie werden jeden Moment hier sein. Es wird einen Kampf geben. Ich kämpfe für Kyra. Da kommen sie. Halt die Stellung. Feindgesichter! Aber von wo? Ich rücke! Ich muss mal kurz gucken. Wie war denn die scheiß Granate, ey? Dann mal. Stein schmeißen. Fünf. Ruhe! Du bist hier Schäfer! Nicht nachlassen! Wie war denn das? Ach man, fuck, ey. Denn das, ey, sieht jetzt gar nicht mehr, ey. Ah, okay. Ausrott. Ich wusste das echt nicht mehr. Lawine! Entdeckung! Ach du Scheiße.
Vorsicht! Lawine! Boah, fett, Alter. Du bist nicht leicht zu töten, Bruder. Das ist doch gut so, oder? Prolog beendet. Oh, geil. Bin ich ja mal gespannt, was da noch so alt kommt. Lawine. Die kommen auf Ideen, ey. Oh Mann. Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Hm? Und du bringst mir den hier? Hey, ich hab nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Ey, ich bin kein Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Touristen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Hm? Mach ich. Da latschen wir später hin. Banapur. 2158 Meter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im dritten Part wieder. Haut da rein. Bis dann. Fresh.